Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen bei Quantisana TV, Ihrem freien Sender mitten aus dem Herzen der Schweiz. Mein Name ist Michael Segel und wir haben heute wieder einen sehr interessanten Gast bei uns im Studio. Tom Meyer, herzlich willkommen bei uns im Studio. Er ist nicht nur eine Quantisana Gesundheitstankstelle, das heißt, man kann bei ihm das gesunde Wasser abholen, jawohl, von dem wir schon so oft gesprochen haben. Man kann bei ihm den Singulett-Sauerstoff atmen, von dem Sie, liebe Zuschauer, bestimmt auch schon vieles gehört haben. Aber er macht nebenbei auch noch ganz viele interessante, spannende andere Dinge. Unter anderem hat er Kissen mitgebracht. Und Tom, erzähl mal ein bisschen, wer bist du, was machst du, was hat es mit dir auf sich? Also ich bin seit ungefähr 10 Jahren Markthändler in der Schweiz, ein sehr altes Gewerbe, fast das älteste, was es gibt. Und ich habe vor etwa 2,5 Jahren schon Quantisana kennengelernt und seit August, also Sommer letzten Jahres, sind wir eine Gesundheitstankstelle mit Trinkwasser geworden. Super. Und darum kenne ich die Quantisana schon ein bisschen länger und bin auch sehr begeistert von allen Produkten, die da angeboten werden. Und die Kissen habe ich seit ungefähr einem Jahr. Ich habe diese Kissen kennengelernt, weil ich nicht nur Markthändler bin, sondern auch Liquidator. Okay. Keine Angst, ich bringe niemanden um. Ich habe bei uns ein Möbelhaus liquidiert, das schließen musste. Und der Lieferant von diesem Möbelhaus, also ein Lieferant von diesem Möbelhaus, der aus der Innerschweiz kommt, der hatte auch solche Kissen im Angebot. Und ich habe dann Katalog studiert. Und weil wir ein bisschen prädestiniert sind zu Hause, weil bei uns hat es sehr, sehr viele Kissen im Estrich gehabt, weil meine werte Lebenspartnerin hatte sehr große Probleme mit dem Nacken. Und dann habe ich zu meiner Lebenspartnerin gesagt, komm, eins mehr oder weniger, kommt jetzt auch nicht mehr drauf an. Ist dann egal. Obwohl der ganze Estrich voll ist. Ja, bei uns im Bett sieht es ähnlich aus, erstmal durchwühlen. Und dann habe ich das gekauft und ihr hingegeben und es war sensationell. Wir sind dann am Ende des Weges gewesen, sie hatte keine Nackenprobleme mehr. Wow. Oder? Und ich habe dann gesagt, jetzt Moment mal, ich bin zwar Markthändler mit anderen Produkten, aber das muss ich unbedingt auf den Markt bringen, weil ich habe bis jetzt kein besseres gesehen. Das heißt, du fokussierst dich jetzt auch tatsächlich auf diese Kissen? Unter anderem, super, natürlich. Also mit dem das Altehrwürdige, was ich bis jetzt angeboten habe, behalte ich bei, weil das kennen schon sehr viele. Und jetzt eben seit einem Jahr eingeführt und nur sensationell, sensationell überall ist es angekommen. Das ist Wahnsinn, wenn man auch ein gutes Feedback von den Kunden bekommt und wenn man ihnen vor allem auch nachweislich einen Mehrwert bieten kann und die Kunden natürlich dann auch keine Probleme mehr haben, weil aus einem gesundheitlichen Aspekt heraus betrachtet, ist ja auch ein Kissen etwas, wo sich jetzt ein junger Mensch wie ich mit seinen 24 Jahren nicht wirklich damit auseinandersetzt. Ich meine, wir schlafen auf Ausklappcouchen oder wie auch immer, wenn man irgendwie am Abend nach Hause kommt, bei einem Freund nächtigen muss. Und meine Mutter hat schon immer gesagt, achte auf dein Kissen und ich habe es nie ernst genommen. Deswegen ist dieses Thema auch wirklich sehr, sehr spannend, weil du hast mir ja noch im Dezember letzten Jahres hast mir eins von deinen Kissen zum Testen gegeben und ich war ja auch total baff, was es eigentlich für einen riesen Unterschied machen kann. Wir hatten es dabei, als wir in Österreich, da waren wir auf der Hütte mit vielen Freunden und dieses Kissen war tatsächlich ein kleiner Streitgrund mehr oder weniger, weil jeder wollte dann dieses Kissen haben, weil es ist wirklich erstaunlich, man legt sich drauf, es gibt sehr, sehr angenehm nach, es ist kühl und man schläft darauf wirklich, ich würde sagen, fast wie in einer Babywiege. Es ist sehr, sehr angenehm. Ja, es ist auch das Problem, weil ich war dann auch in der Schule vom Produzenten, vom Lieferanten und das war auch sehr interessant. Und was einfach Fakt ist, wenn wir die Situation anschauen, die es bei uns gibt, egal ob das Deutschland, Österreich oder Schweiz ist, da sind die 90% der Kerne zu hart. Ja. Oder die Leute gehen dann immer hin und drücken auf das Kissen drauf. Und dann meinen sie, so festzustellen, ob es das gut ist. Aber dann muss ich immer sagen, die Kraft, die du aufwendest, um mit der Hand runterzudrücken, ist mehr, als dein Kopf schwer ist. Ja. Oder? Und das sieht man dann, wenn ich das Kissen öffne, sieht man, was hier das Spezielle ist. Weil durch diese Produktionsart ist der Kern, der Viskokern, wie es bei den anderen auch hat, nicht so hart und passt sich immer regelmäßig den
dem Nacken an. Von der Produktion her, wo wird es denn gemacht? Ist es made in Switzerland, ist es made in Germany? Nein, es wird in der Schweiz zusammengebaut. Also es sind verschiedene Komponenten, die da zusammenkommen. Ich würde gerne mal das Kissen vorstellen, wenn ich könnte. Aber natürlich, zeig uns doch einfach mal, was da drin steckt, also was das ist Herz übrigens, des Kissens ist. Das ist übrigens das Viscomore Bio. Das ist das große Seitenschläferkissen. Ich muss vielleicht noch sagen, man sieht auch vorne noch die anderen. Und die Aufteilung der Schläfer, das ist ganz wichtig, ich sage jetzt nur ungefähr, nicht in Komma-Prozenten, aber ungefähr 60% der Leute sind Seitenschläfer. Ja, zu denen gehöre ich. Zum Beispiel, das stellt man ja fest. Ja. Und 30% sind Rücken und 10% sind etwa Bauchschläfer. Mhm. Oder? Aber da die meisten Seitenschläfer sind, stelle ich auch zuerst das Seitenschläferkissen vor. Übrigens außen der weiße Bezug. Diesem Bezug sagt man Tencel. Das ist eine Naturfaser, ist 50% aufnahmefähiger als Baumwolle und gibt es auch 50% schneller wieder ab. Mhm. Was heißt das? Das heißt, auf diesem Kissen liegt man, weil schwitzen tut man trotzdem, schwitzen tut jeder, ja. Das ist immer im Schlafklima so, aber weil es ja 50% aufnahmefähiger ist, wird das Kissen nicht nass. Okay. Ich muss an diesem Augenblick immer ein trauriges Beispiel sagen, aber es ist ein sehr markantes Beispiel. Wie saugfähig das dieses Kissen ist, ein Kollege von mir ist krank und der muss für seine Krankheit Morphium nehmen. Mhm. Und dann schwitzt man noch 10-mal mehr als normal. Man schwitzt extrem, also der tropft. Mhm. Der hatte früher mit dem normalen Kissen nicht mehr schlafen können. Der hat dieses Kissen, der ist mir so dankbar. Das sagt er mir jedes Mal, wenn er mich sieht. Ja. Also selbst in diesem Zustand mit quasi 42 Grad Fieber andauernd, bleibt das Kissen schön trocken. Das ist natürlich angenehm in der Nacht. Das ist sehr. Weil das kennt man ja bestimmt auch Sie, liebe Zuschauer, wenn man sich in der Nacht dann ein bisschen bewegt und man merkt auf einmal, ah, hier ist es kühl, hier ist es feucht und dann wacht man auf einmal wieder auf. Aber wenn das natürlich Abhilfe verschafft, ist es natürlich einiges wert. Apropos Kühle. Das kommen wir jetzt zum Thema, gell? Weil der Kern hat ja Löcher drin. Kannst du nochmal draufdrücken? Das ist ja erstaunlich, wie. Ich wollte eigentlich von einem befreundeten Disc-Jockey eine Nebelmaschine mitnehmen. Aber ich habe das gelassen, weil sonst hätten wir das ganze Studio in Nebel gehüllt. Und das wäre nicht so gut gewesen. Aber dann hätte man es gesehen. Das heißt, wenn man hier rauf liegt, dann merkt man, dass das schön lüftelt. Ja. Ist Lüfteldeutsch? Ja, wir verstehen es. Es lüftelt, das heißt, das bleibt schön kühl, das Kissen. Ja. Oder? Also da kann man sich bewegen und vor allem im Sommer, weil ich habe das schon ein Jahr jetzt gehabt, das ist sehr angenehm, weil das Kissen lüftelt und bleibt schön kühl. Ja. Das ist bei den anderen Kissen immer ein bisschen ein Problem, weil die werden zu heiß. Und dann schwitzt man nochmal mehr. Und dann ist die Kombination. Oder? Dann hat man keinen erholenden Schlaf. Genau, oder? Und jetzt frage mich die Leute immer, ja, also, und anziehen. Sage ich immer, ich lasse ja immer hier rüberfahren, wie schön seidig das ist. Und sage, ja, eigentlich ist es am besten, wenn man direkt hier drauf schläft, weil den Bezug kann man waschen mit 60 Grad. Ich sage dann immer, wenn du den am Morgen wäschst, dömblerst oder aufhängst, ist er am Abend wieder trocken. Ja. Egal auf welche Art und Weise. Oder? Auf jeden Fall, ja. Oder? Aber man kann es natürlich schon anziehen, das ist nicht verboten. Ja. Vor allem diejenigen, die dann eine Modeschau im Bett haben wollen. Genau. Und sagen, aber ich schlafe immer speziell hier. Ja, lustig, dass du das sagst, weil wir hatten, als du uns das Kissen mitgegeben hast, genau die gleiche Diskussion. Meine Zukünftige hat auch gemeint, ja, du musst ja noch einen Überzug drüber. Da habe ich gemeint, fass doch das bitte mal an. Wie schön reicht das? Ich würde, das ist ja, das will ich überhaupt nicht mehr missen. Es ist so. Wir haben dann auch tatsächlich auf dem so geschlafen. Es wird auch auf dem geschlafen. Was es dann vielleicht in einem späteren Zeitpunkt gibt, ist noch ein Anzug dazu. Das habe ich auch. Mhm. Oder? Weil manche können nicht, haben nicht keine eigene Waschmaschine, die müssen vielleicht warten. Also die Möglichkeit besteht. Vor allem dann bei mir zum Beispiel ist es kein Problem. Aber der Anzug hält genauso lang, wie das Kissen hält. Übrigens, der Kern ist noch eingefasst. Mhm. Den muss man gar nicht, ich habe es jetzt nur geöffnet zum Zeigen. Aber der ist immer zu, man kann den Anzug immer abziehen und waschen und wieder drauf. Okay. Oder? Und wie gesagt, das ist jetzt das Seitenschläferkissen, das empfehle ich für das normale Bett. Ja. Das heißt, im Bett hast du Platz, das ist auch sehr groß. Für was es sich nicht eignet, ist das mitzunehmen. Mhm. Weil die Gefahr besteht, wenn man auf diesem Kissen liegt, dass man kein anderes Kissen mehr möchte. Und jetzt sind ja noch viele Leute sind ja unterwegs. Und dann haben wir noch eine kleine Ausführung.
Das ist auch ein Seitenschläferkissen, aber in einer kleineren Ausführung. Ich habe übrigens beide, ja, weil wenn ich unterwegs bin, ich nicht gerne die Hotelkissen habe, aus welchen Gründen auch immer. Der hat wahrscheinlich diverse. Diverse. Dann nehme ich das mit, weil das kriegt man in den Koffer rein. Mhm. Und das hat dieselbe Höhe und auch denselben Kern. Mhm. Oder? Es ist auch die gleichen Bedingungen, das heißt, es ist auch eingefasst, kann man auch waschen, ist kein Problem. Also das, sozusagen ist das für zu Hause und unterwegs. Mhm. Vor allem, es gibt ja auch Menschen, die sich dann irgendwie gerne so ein bisschen hinlegen und so quasi ein bisschen mit dem Kissen kuscheln. Ja, aber das ist ja das Kleine vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil es einfach ein bisschen handlicher ist. Das Problem fängt ja daneben an. Jetzt habe ich ja immer die Diskussionen und ich habe schon ein paar verkauft. Und die Leute kommen zu mir und schauen das Kissen an und dann nachher im Laufe des Gespräches fragt man, hatten Sie schon mal ein Nackenstützkissen? Und viele haben gesagt, nein. Mhm. Oder die hatten dann immer noch die alten Kissen gehabt, das heißt Federnkissen, Schaffell, was da alles gibt. Oder? Ja. Und das sind für mich Büschelkissen. Also du büschelst. Ja. Oder? Und dann sage ich immer, das Problem ist ja, wenn du ins Bett gehst und büschelst, dann machst du das so lange, bis du entspannt gerade bist. Ja. Und sobald du das gemacht hast, schläfst du ein, mhm, aber das Problem fängt ja dann erst an. Weil wenn du eingeschlafen bist, stützt ja du nicht mehr und dann macht es das stimmt, so. Ja, und dann fällst du ab. Dann fällst du rein, mhm, oder? Das heißt, der Stützeffekt ist weg, mhm, und du stützt nicht mehr. Und jetzt habe ich da verschiedene Erlebnisse gehabt von Leuten, die da nur solche Kissen gehabt haben. Die mussten sich zuerst 2-3 Tage mussten sie sich daran gewöhnen. Ich bin auch so einer. Also ich mache immer so ja, und mache mir das zurecht. Das fällt weg. Ja, es ist auch total. Das also fällt sich, weg. Man legt sich erstmal hin und denkt, ah ja, nee, muss ich eigentlich ja, gar muss nicht. Muss ich gar nicht, ja, genau. Weil es bettet sich so schön, ja, in dieses Kissen ein. Ja, das ist so. Also du, wenn du hier drauf liegst, dann hast du schon die richtige Position. Ja. Also du suchst sie dir, weil nicht jeder, mhm, hat die gleiche Schulter. Richtig. Ja, aber du suchst sie dir und du bleibst so. Oder? Mhm. Und das Interessante ist, wenn man sich gefilmt hätte, wir werden jetzt gefilmt, aber wenn jemand sich zu Hause gefilmt hätte, dann hätte er sich gesehen, dass er sich alle paar Minuten kehrt, ja, auf dem Büschelkissen. Ja. Oder? Und das ist sehr anstrengend. Du kehrst dich immer wieder auf diese Seite, du machst das, um das Genick zu entlasten. Ja. Oder? Du musst sie entlasten, weil... Klar, der Körper selber versucht ja einfach. Sonst hättest du ja am nächsten Tag ein solches Genick, natürlich, könntest den Kopf nicht mehr bewegen. Der Körper, oder, ist klüger als wir selber. Genau, und das macht es im Unterbewusstsein, ja, da sagst du es richtig, Michael. Das Unterbewusstsein macht das und auf diesem Kissen macht er das viel weniger. Mhm. Und was ist das Resultat? Und das hast du sicher selber auch festgestellt, am Morgen viel erholter. Man ist wunderbar erholt. Eben. Das ist auch der Grund, warum wir das eben bei Quantisana jetzt eben auch bei uns in den Shop mit aufgenommen haben. Weil wir einfach schon ein breites Spektrum an Gesundheitsprodukten haben. Jawohl. Aber diese Sparte für einen gesunden Schlaf, ja, ganz da haben wichtig, wir dann natürlich ein ganz sensationelles Produkt. Ein Drittel des Lebens verbringen, ja, wir im Bett. Und manche auch mehr. Manche auch mehr, oder? Und weil wir gerade von Shop sprechen, wie ist denn die preisliche Gestaltung? Ich weiß, es wurde von unserem Expertenrat bereits geprüft. Jawohl. Es ist alles schon bei uns im Shop drinnen. Aber wie setzt sich denn der Preis bei diesem Kissen zusammen? Ja. Was muss denn der Zuschauer, wenn er eben diesen qualitativ hochwertigen Schlaf haben möchte, was muss er denn da ungefähr berappen? Also es ist auch nach Größe dann unterschiedlich. Wir fangen beim Großen an. Das Große kostet 149 Franken. Mhm. Und das ist ein stolzer Preis, aber wenn wir vergleichen mit den Mitbewerbern, was wir dürfen, dann sind wir immer noch 100 Franken unter diesen Preisen, diese, okay, bis 150. Das ist normal für Schweizer Produktion und ist das eigentlich ein angemessener Preis, 149 Franken. Für die Gesundheit ist kein hoher Preis. Ich wollte gerade sagen, es gibt wahrscheinlich auch viele Mitbewerber, die einfach vielleicht irgendwo im Nahen Osten oder im Fernen Osten produzieren lassen, wo dann nicht weiß, was für eine Qualität ist, wie die Arbeitsumstände sind. Aber wenn wir hier wirklich ein Schweizer Produkt haben und man kauft sich ja vor allem auch nur einmal, ja, das hält ja wahrscheinlich ein Leben lang so ein Kissen. Also ich sehe keinen Grund, warum nicht. Also ich weiß, der Schaumstoff drinnen wird sich nicht verformen, nee, oder? Nee, das geht alles wieder zurück. Das heißt, man kauft das. Das heißt der Visco, oder? Das Visco, das ist der bekannteste von der Weltraumfahrt. Mhm. Entwickelt worden und da gibt es einfach verschiedene Varianten, einfach mit dem Unterschied, dass hier noch Löcher drin sind, mhm, und das ist zusätzlich noch stabil. Ja. Es ist immer stabiler, als nur ein Monoblock zu nehmen. Ein Monoblock kann strukturell eher zusammenbrechen als eines mit Löchern drin, ja, oder? Weil der Knochen ist ja auch nicht ein Guss, sondern natürlich, hat auch Röhren. Hat auch Löcher drin, Beispiel, ja.
Denn das kleinere Seitenschläferkissen ist 129. Mhm, also 20 Franken. 20 Franken günstiger, weil der Aufwand ist gleich groß, obwohl es ein bisschen weniger Material braucht. Und dann am Schluss ist dann noch das Rückenschläfer- oder Bauchschläferkissen. Das wäre übrigens 109, sehr schmal. Oder? Jetzt habe ich gesagt, 60% sind Seitenschläfer, 30 und 10 sind Rücken- und Bauchschläfer und für beide ist das geeignet. Okay. Oder? Und ich zeige mal so, eben inhaltlich genau gleich, auch denselben Bezug. Und jetzt sieht man zwar die Reklame, ich muss nachher zeigen, wie die Schlafweise ist, ja, weil der Rückenschläfer stellt das Kissen hier hinten hin, also hinten, weil er die ganze Zeit auf dem Rücken ist. Mhm. Da braucht es nicht so eine große Stützwirkung wie mit dem Seitenschläferkissen. Und der Bauchschläfer nimmt es hier vorne hin. Ja. Also sind diese beiden Positionen. Und da sind auch alle abgedeckt. Und dieses kostet dann 109. Okay. Also das sind immer 20 Franken Differenz. Ja, es ist wirklich erstaunlich eigentlich, weil wenn man sich überlegt, dass ich sag mal, im Worst Case 149 Franken investiere für das große Kissen, vorausgesetzt, ich bin Seitenschläfer, das kaufe ich mir einmal, habe dafür einen gesunden Schlaf. So. Und ich habe es wirklich auch gemerkt. Also ich meine, wir hatten natürlich auch eine tolle Atmosphäre außenrum in unserer Hütte über Silvester, aber ich habe es jetzt natürlich auch in unserer Wohnung in Heiden, als auch in München. Also ich nehme das Große immer mit, also ich transportiere auch das Große. Ja, wenn man ein Auto hat, ist es kein Problem. Oder? Dann geht es, ja. Und es ist tatsächlich so, man schläft einfach besser, man ist in der Früh erholt und man hat dann einfach auch viel mehr Energie über den Tag verteilt. Also das ist wirklich erstaunlich. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Kissen wirklich so einen großen Unterschied machen kann. Auf jeden Fall. Also die krassesten Erlebnisse, die ich hatte seit einem Jahr. Das erste war, es wird ja noch getoppt, war eine über 80-jährige Dame. Die hat das bei uns gekauft. Dann ist ein Freitag gewesen. Dann kam das Wochenende und am Montag ruft die uns an und sagt, sie musste so alt werden. Ist egal, über 80. Mhm. Sie musste so alt werden, sie hat in ihrem Leben noch nie besser geschlafen als mit diesem Kissen. Unglaublich. Das ist die erste Aussage. Das sind tolle Geschichten. Ich habe auch selber ein gutes Gefühl dann dabei. Es ist getoppt worden. Mittlerweile haben wir eine 99-Jährige. Die wird in etwa 1,5 Monaten wird die 100 Jahre alt. Und da schenkst du bestimmt ein Kissen. Hat dasselbe gesagt. Also Wahnsinn. Sie musste fast 100 Jahre mit einem anderen Kissen schlafen. Aber das ist das Beste, das sie je gehabt hat. Wahnsinn. Na, das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Muss man wirklich ganz klar sagen. Was sind denn eigentlich die Risiken, wenn man eben nicht auf das richtige Kissen achtet, sondern einfach nur in irgendeinen Möbeldiscounter vielleicht geht und so einfach hauptsächlich gekauft, sich eine Bettgarnitur holt und sich dann da drauf legt? Was kann denn da gesundheitlich passieren, außer dass man vielleicht ein bisschen Nackenweh hat? Oder ja, du sagst es schon. Der Nacken ist das Problem. Oder? Wenn man dann drauf liegt und dann am Morgen gleich trotzdem die Schmerzen im Nackenbereich hat, dann ist es das falsche Kissen, oder? Natürlich. Und vor allem ist dann der ganze Tag einfach auch ziemlich kaputt. Man kennt es ja, man steht in der Früh auf, es tut alles weh und man denkt sich, ach, na toll. Ich glaube schon. Ja. Also wenn du einen erholten Schlaf hast, und eben, es fällt einfach weg. Die hauptsächliche Drehung auf diesem Kissen machst du nur noch wegen dem Körper. Ja. Und das ist ja nicht mehr so viel. Oder? Also das ist ja nicht jede 10 Minuten, sondern vielleicht zwei Stunden drehst du dich wegen dem Körper. Oder? Ja. Um den Körper entlasten. Und dann merkst du einfach den Unterschied, am Morgen bist du viel erholter. Klar, und ich meine, die Nacht ist ja eigentlich dafür da, um die Energie sich zu erholen, auf jeden im Körper Fall wieder aufzufüllen. Und wenn du dich in einer Tour hin und her wälzt oder dein Kissen dann wieder zurechtrücken musst, das ist sehr anstrengend, hat man natürlich nicht so einen guten Schlaf. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Super. Und wie ist es bei dir, wenn die Zuschauer vielleicht nicht online bestellen möchten? Ja. Wie ist es, wo findet man dich denn auf den Märkten theoretisch? Also auf allen Märkten, wenn man bei mir schaut, im Internet schaut, bei meiner Firma, dann habe ich immer eine Sparte Märkte und Termine, da sind alle immer drauf. Mhm. Ich bin hauptsächlich in der Ostschweiz und in der Innerschweiz, ja, bin ich hauptsächlich. Und da kennen Sie mich natürlich schon nach einem Jahr, weil ich gehe ja da zum Teil mehrmals hin. Und es war extrem. Also in diesen Märkten, wo ich 3-4 Mal war, ich kann dir den letzten sagen, das war im Dezember, ja, der zweitletzte Markt. Sehr kalt war es übrigens, so wie fast heute oder auch in diesem Bereich. Und normalerweise fängt der Markt immer um 9 Uhr an. Und weil es so kalt war, ist er erst um 10 Uhr gestartet. Okay. Weil die Leute haben zuerst vielleicht noch einen Kaffee getrunken oder weiß nicht was. Und ich bin ja beschränkt für die Ware zum Mitnehmen. Ich kann ja nicht noch einen zweiten Stock mitnehmen, sondern ich habe ja mein Fahrzeug. Und ich war voll.
Und um 10 Uhr sind sie gekommen, um 11 Uhr war ich ausverkauft. Hat das früh also, Feierabend? Also mit den Kissen meine ich natürlich, mit den anderen Sachen nicht. Aber ich konnte gar nicht mehr mitnehmen. Ja. Also das war so schnell, war das, also innerhalb einer Stunde war das alles weg. Oder? Ja, und ich konnte gar nicht mehr mitnehmen. Also das ist von mir vom Platz beschränkt. Oder? Mhm. Und auch, weil das war schon das dritte Mal, dass ich dieses Jahr da war, weil die Leute kannten schon und kamen es dann kaufen. Und hast du theoretisch auch etwas zu Hause bei dir? Weil wenn jetzt jemand vorbeikommt aus der Ecke Sagans, auch in der Gesundheitsdankstelle, auf jeden Fall. Bad Ragaz aus Liechtenstein, da kann man bei dir vorbeikommen, kostenlos Wasser abholen. Ja, genau. Und dann kann man vielleicht atmen. Auch einfach atmen. Genau, ja, man kann natürlich auch Energy atmen bei dir. Genau. Und vielleicht währenddessen seinen Kopf auf dem Kissen ein bisschen ablegen. Man kann es anschauen, ich habe jetzt kein Beta zum Anfang. Ja, du sollst dir darüber Gedanken machen, ob du vielleicht seine Römerliege... Ja, da ist wieder vom Platz beschränkt. Na super, das es ist sehr, sehr interessant und wie gesagt, ich kann es bloß nochmal unterstreichen, ich hätte nicht gedacht, dass einfach die Wahl eines Kissens so einen großen Unterschied macht, also auch für uns junge Leute, weil ich meine, wo entstehen denn Krankheiten, wo entsteht denn eigentlich Rückenbeschwerden? Natürlich am Anfang, auch als junger Mensch, wenn man einfach auf längere Zeit diese Fehler begeht. Ja, also ich möchte das Kissen auch nicht mehr. Es summiert sich natürlich dann irgendwann, oder? Wenn natürlich. Du dann mal so alt bist wie ich, dann rächt sich dann. Ja, da hat man einen negativen Zinseszinseffekt eigentlich, wenn man über Jahre das falsch gemacht hat. Ist so. Ja. Super. Also wir sind hellauf begeistert, oder? Weil das Kleine zum Beispiel, kann ich auch noch sagen, ich habe jetzt ja nur eigentlich von den Erwachsenen geredet, oder? Also bis 12 Jahre ist das geeignet für die Kinder. Da weil die haben eine kleinere so Schulter, genau. Ja. Das ist also auch ein Seitenschläferkissen dann für die Kinder, wenn man etwas für die Kinder sucht. Das ist diese Größe, also das ist mehrfach verwendbar, die Kissen. Und dieses ist jetzt eben speziell auch noch für die Kinder bis 12. Und nachher, wenn sie dann größer sind, können sie dann auf die normalen Kissen wechseln. Ja. Oder? Und man sollte sich halt schon klar sein, was mir halt auch passiert ist auf dem Markt, ist, dass jemand zuerst ein Seitenschläferkissen genommen hat, weil er gedacht hat, er sei Seitenschläfer, aber dann halt trotzdem ein Bauch- oder Rückenschläfer gewesen ist. Das kann ich ja nicht wissen. Klar, aber sie sind dann gekommen, haben dann einfach ein kleines gekauft und sind natürlich jetzt immer noch begeistert, weil sie dann herausgefunden haben, dass das zu groß ist, weil als Rücken- und Bauchschläfer ist es wirklich zu groß. Ich habe mir letztens auch schon überlegt, ob ich so ein kleines Kissen noch für unseren kleinen Hund holen soll. Der wäre bestimmt auch dankbar, wenn du machst Witze, aber ich habe Leute, die für die Katze eine solche Kissen gekauft. Du hast vorhin gesagt, du hast auch Katzen. Ja, aber die liegen natürlich, ich habe das nicht gern. Ja, die guten Kissen, ja. Ja, ich meine, das ist klar. Ich meine, die Haare, wir würden die Haare stören. Oder? Ja, die Haustiere haben natürlich auch einen gewissen Stellenwert bei manchen Menschen. Ich meine, logisch. Unser kleiner Hund würde auf das große Seitenschläferkissen wunderbar draufpassen. Das glaube ich schon, oder? Ja, vielleicht sollte man ausprobieren. Kann es ja waschen, oder? Aber eben, meins gebe ich ihm nicht, wenn er muss ich noch ein Excel. Auf jeden Fall. So, liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie haben einen schönen Einblick bekommen und Sie fokussieren sich auch wirklich auch im Bereich der Gesundheit, auch auf Ihren Schlaf, auch auf das richtige Kissen. Sie können diese Kissen im Quantisana-Shop beziehen. Sie können beim Tom vorbeigehen, kostenlos Wasser abholen, Energy atmen und natürlich auch das Kissen ausprobieren. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal bei Quantisana TV.